Genau zu diesem Thema Daten, das habe ich auch kürzlich eine Buchrezension geschrieben auf meinem Blog. Hier unten ist die Adresse. Und in dem Buch von Jaron Lanier, auf Englisch, Originaltitel ist Who Owns the Future, ist auch auf Deutsch übersetzt. Wem gehört die Zukunft? Ist erst kürzlich erschienen und hat schon einige Preise abgesahnt, auch in Deutschland auf der Frankfurter Buchmesse. Und rangiert zum Beispiel in der Handelsblatt-Bestsellerliste ganz weit oben. Also erstmal sehr tough geschrieben, gar nicht einfach zu lesen, aber dennoch empfehle ich das Buch echt. Gerade für Leute, die so viel mit Activity-Trackern, Smartwatches, Digital World und sowas sich auseinandersetzen, ist es ein Must-Read. Echt cooler Stoff. Der Autor ist im Silicon Valley groß geworden und es ist nicht zu bescheiden zu sagen, dass er das Silicon Valley mit zu dem gemacht hat, was es heute ist. Und er ist der ganzen Sache mittlerweile sehr kritisch gegenüber und sagt halt, dass es einige oder dass es wenige große Firmen gibt, die halt eine Menge Daten von uns sammeln. Facebook, Google. Und diese Daten sind super wertvoll. Man sieht es zwar nicht in den Bilanzen. Man wundert sich immer, wieso solche Tech-Startups aus Silicon Valley so viel Venture Capital bekommen, wo doch noch nicht mal Gewinne dabei rumspringen in den meisten Fällen. Aber es sind eben die Informationen. Diese Informationen sind super viel wert. Ja, das zeigt halt, wie wertvoll diese Infos sind. Jaron Lanier bemängelt halt, dass wir, die User, keinen Cent dafür kriegen. Es konzentriert sich immer mehr auf einige wenige Firmen, halt eben alle die Big Player im Internet-Business. Die machen die große Kohle damit. Und er bemängelt halt, dass der Durchschnittsbürger halt eben daran nichts verdient. Aber er belässt halt, und das ist das Tolle an dem Buch, er belässt nicht einfach dabei, irgendwas zu kritisieren, sondern er gibt auch Verbesserungsvorschläge. Was er halt verbessern möchte, ist eben, dass wir User für diese ganzen Informationen, die wir an Facebook geben, die wir an Google geben durch eine Suchanfrage, die wir an Runtastic geben, dadurch, dass wir den Runtastic Orbit umgezogen haben und unseren Schlaf damit analysiert haben, oder dass irgendeine andere Fitness-App weiß, wie viel Sport wir machen. Das sind alles Informationen, die kann man zu Geld machen, indem du halt passgenaue Werbung auf die User loslässt. Auf jeden Fall, was Jaron Lanier fordert, ist, dass für all diese Informationen, die wir durch Suchanfragen oder durch eben diese Benutzung von Apps und sowas an die Firmen geben, im Gegenzug dafür Micropayments bekommen, also Mikrozahlungen. Damit kann man nicht reich werden, aber das macht dieses ganze System der Informationsabgabe von den Usern an diese Firmen eben wieder ein bisschen gerechter. Je mehr Infos ich in die Internetwelt rauslasse, dadurch, dass ich mein Training tracke, dadurch, dass ich Suchfragen an Google abgebe, dadurch, dass ich den Google Translator benutze und dann nachher Korrekturen in Google Translator mache. Das sind alles, dahinter stecken ja alles Algorithmen. Und diese Algorithmen verbessern die Maschinen immer mehr. Und eben wir, die diese Tools nutzen, kriegen dafür nichts. Klar, wir haben die Übersetzung. Aber auf der anderen Seite sind es auch Informationen, mit denen Google als Beispiel jetzt seinen Algorithmus verbessert und in der Zukunft Übersetzer überflüssig macht. Also ich denke schon, dass da was getan werden muss. Und das denke ich noch viel mehr, nachdem ich das Buch gelesen habe. Also Who Owns the Future von Jaron Lanier. Hier unten seht ihr, wo ihr es bekommt. Und ihr seht auch die Adresse von meiner geschriebenen Rezension über dieses Buch. Zumindest die Rezension ist es wert und das Buch auch. Also haut rein.